Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love? Fallen Road. So, wir waren beim Training mit Karl und ja, wir sind wohl mit diesem Training wohl echt super zufrieden, was uns da bietet, aber bleibt er trotzdem, ne? Es bleibt trotzdem Dieter Bohlen, also kann das so viel Training sein und Ende, es wird sich ja nicht ändern, ne? Ja, mal gucken, was passiert. Ach so, wir wollten ja wieder zurückkehren zu Jack Spa, zu hier, Jeff. Okay. So, etwas beunruhigt drehe ich am Knopf und bin erleichtert, die guten alten ACD anstelle von Nirvana zu hören. Es gibt offenbar keine übernatürlichen Störungen in der Gegend, zumindest keine, die mein Radio beeinflussen. Ich fahre ziemlich schnell. Nun, da ich mein kleines Nest verlassen habe, will ich nur noch die Sachen mit Jeff hinter mich bringen und unsere Differenzen beilegen. Vielleicht wird er nicht einmal mehr mit mir reden wollen. Dann machen wir eben halt einfach weiter. Schließlich habe ich mittlerweile auch Geheimnisse vor ihm. Er weiß nichts davon, dass ich mit Kerl trainiert habe. Und ich habe auch nicht unbedingt vor, es ihm zu sagen. Warum auch? Ich weiß nicht, was Jeff gegen Kerl hat. Ja. Er ist eifersüchtig. Das glaube ich auch. Jeff ist ein Dickkopf. Jeff ist ein Dickkopf und mag es wahrscheinlich nicht, wenn ein anderer Beschützer mich unter seine Fittiche nimmt. Zudem ist Kerl jünger als er. Selbst wenn ich denken würde, dass Jeff über solche Erwägungen steht, wäre dies die wahrscheinlichste Erklärung für mich. Was auch immer es ist, ich durchquere jetzt die Ebene vom Vorort von Everseed und werde das Haus bald erreichen. Ein paar Minuten später parke ich vor Jeffs Haus und kaum bin ich aus dem Truck ausgestiegen, da erspähe ich ihn schon. Er lehnt am Geländer der Veranda und hat seine Nase in eine Zeitung vergraben. Werde ich es mit einem Jeff zu tun kriegen, der immer noch schlechte Laune hat und wütend ist? Als er bemerkt, dass ich mich den Stufen nähere, schaut er auf und musterte mich teilnahmlos. Hey Rachel. Ich gehe die Treppen hinauf und begrüße ihn. Sei freundlich. Alles gut bei dir? Genießt die Sonne, ja? Mein Mentor schaut mich in einem Moment fragend an, bevor er den Blick von mir abkehrt und seine Augen über die Ferne der Felder schweifen lässt. Jeff seufzt und faltet seine Zeitung zusammen. Okay, wir werden nicht so tun, als wäre nichts. Es tut mir leid, Rachel. Ich ziehe eine Augenbraue hoch, überraschend von dieser Wendung. Es kommt so selten vor, dass er sich entschuldigt. Hat Morgan ihn so lange gescholten, bis er versprochen hat, sich zu entschuldigen? Entschuldigt ebenfalls. Mir tut es ebenfalls leid, Jeff. Ich habe mich mitreißen lassen und das hätte ich nicht tun sollen. Jeffs Blick verlässt die Felder und kehrt zu mir zurück. Er wirkt ernsthaft, aber scheint sich unwohl zu fühlen. Ich verspreche dir, dass ich dir alle Informationen geben werde, die ich dir geben darf. Kerl hingegen ist eine andere Sache. Ich hatte eine Zerwürfnis mit ihm. Und es betraf nicht nur mich. Es hat nichts mit dir zu tun. Ein Streit zwischen zwei Beschützern? Ja, sagen wir einfach, wir sind uns nur selten einig. Bei uns ist es irgendwie so, als würde sich zwei Trunkenbolte über Politik streiten. Es ist nicht wirklich interessant. Ich lächle, während ich versuche, mit Kerl als Trunkenbold vorzustellen. Wieso? Ja gut, bei Jeff kann man sich das wohl irgendwo vorstellen, ne? Ich kann einfach warten, bis Jeff bereit ist, mir von seiner Vergangenheit mit Kerl zu erzählen. Und in Zwischenzeit kann ich mit Kerl trainieren, und das Chef ist ein Pferd. Ah, das ist natürlich auch ein bisschen hintergehen, ne? Ich will ihn nicht unnötig verletzen und er hat sich sicher seine Gründe, mir einige seiner Geheimnisse nicht zu erzählen. Vor allem, wenn noch jemand betroffen war. Andererseits hatte Jeff einmal gesagt, dass es eine Störung seines Radios gab, als er mich fand. Ich will mehr darüber erfahren und frage ihn danach. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich weiß aus Erfahrung, dass bestimmte starke Phänomene den Radioempfang stören können. Oh, das geht mal flott, ne? Also müssen wir eine kleine Pause machen, damit ich hier schön hier puzzeln darf, ne? So, weiter im Text. Stell es dir wie ein unsichtbarer Sturm vor, der die Radiowellen beeinträchtigt, ebenso wie die Instinkte der Tiere.
Das Ding, was es auslöste, war also in unserer Nähe? Nicht unbedingt, denn wie jeder Sturm bewegt es sich mit der Zeit. Dein gestörter Radioempfang war vielleicht ein Echo von etwas, das schon vor ein oder zwei Wochen passiert ist. Ich nicke schweigend den Kopf. Jeff hat keinen Grund, mich anzulügen. Oh, hab zu schnell geklickt, Entschuldigung. Und auch mit Carl. Hey, warum nicht? Wenn es jemanden gibt, der etwas darüber wissen könnte, dann ist er es. Nur weiß ich leider nicht, wann ich ihn wiedersehen werde. Wir haben noch keinen Termin für unsere nächsten Trainingseinheit vereinbart. Allerdings hat er mir seine Telefonnummer gegeben. Okay, der ist so ein Typ wie Carl. So ein Gottesgestalt. So ein Adonis. Hat einfach ein Handy. Ja. Ja, bei Adonis hier. Ja. Engel im Einsatz. Mhm. Wie kann ich helfen? Ah, nee, geht heute nicht. Da habe ich keine Zeit. Ja. Oh, da hätte ich Zeit. 18 Uhr? Ja, können wir machen. Alles klar. Tschüss. Ja, ist so. So, ich bin sauer auf mich selbst. Ich hatte andere Dinge im Kopf. Oder hat er nicht die Telefonnummer gegeben? Es wäre viel einfacher gewesen, das nächste Training schon festzulegen. Ich hätte daran denken können. Er allerdings auch. Jeff kommt wahrscheinlich immer dann... Quatsch, nicht Jeff hier. Karl kommt irgendwann dann, wenn er gerade irgendwie lustig ist oder so wahrscheinlich. So ein Typ ist das so, ne? Jeff kommt zu mir und streckt mir ein Zeichen des Friedens seine Hand entgegen. Ich freue mich, dass du zurück bist, Rachel. Du hast ein wahnsinniges Temperament, genau wie ich. Wir werden diesen Richter von Avila und seinen Handlanger zusammen erledigen, okay? Darauf kannst du wetten. Und das war's, meine Kinderchen. Ging ziemlich schnell, glaube ich, heute irgendwie, ne? So, aber wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ne? Also, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.